Glaubst du, soll das schon ein bisschen besser sein? Kann sie auch mehrere Profile machen, das macht ja auch Sinn. Wenn jetzt mehrere im Haushalt das Spiel spielen wollen und nicht jeder Nutznießer sein will von den Skills vom anderen. Jetzt noch machen. Ah ja, diese blöde Kommentarscheiße da ausstellen. Kann man nicht ausstellen, dass sie die ganze Zeit labert. Das sind wohl Infos, die sind so ungemein wichtig. Die kann man den Spielern nicht vorenthalten. Das ist doch scheiße, ey. Und dann werde ich übrigens nicht spielen, weil da werde ich sofort aufs Maul kriegen. Sonst mit den Messages auch sehen. Use Message Center to stay up to date on the goings on. Ah ja, das ist das Travel Recommendation, wie ich schon erwähnt hatte. Dann können wir vielleicht noch eins machen. Mir schlägt auch ein bisschen die Müdigkeit zu, muss ich sagen. Swiss Street, Challenger Series mit unserem Subaru. We now head to the circuit at Long Beach, a course formed by closing off several streets in downtown Long Beach. There is little room for mistakes on a city course like this, as the entire layout is bordered by temporary concrete barriers. Okay, Fehler darf mir hier keiner machen. Sonst ist man schnell in der Straße von Monaco. Wahrscheinlich haben sie Monaco nicht bekommen und mussten deswegen diesen Straßenkurs wählen. Aber das hätte jetzt eigentlich noch gefehlt. Wir haben schon Circus of Americas, Yas Marina Circuit und oder so Sachen, die es auch in der Formel 1 gibt, aber Monaco haben wir nicht gehabt. Und jetzt lasse ich euch mal die Motoren sounds und alles genießen. Ein bisschen die Schnauze halten und mich ein bisschen konzentrieren. Ich weiß aber gar nicht, welchen Schwierigkeitsgrad ich jetzt ich gewählt habe. Kann man das im Rennen auch ändern? Und ich werde jetzt versuchen, ohne weiteres Replays zu replayen. Und ich werde und dann ohne kann ich das? Kann ich es noch starten? Ja. Ohne Replay jetzt. Und ohne Kommentar. Und lass mal Highly Skilled machen. Hehe. Ich stelle das Replay direkt aus sogar, damit ich gar nicht in die Versuchung komme. Und bekomme dann auch mehr Rewards später, also mehr Belohnungen in Sachen Credits. Sieht man hier, Rewind Off, 10% mehr Credits. Simulation lasse ich und alles andere. Oh, jetzt habe ich abbrechen gemacht. Mods habe ich keine benutzt. Und los geht's.
Ah, oh, fuck, ey. Ich hab die Replays ausgemacht. Na geil, jetzt können wir so zu Ende fahren. Ich scheiße mich nicht an, ich bin einfach nur hier gegen die Bande gefahren. Und nachdem wir im Simulationsmodus sind, vom Schaden her, ist halt jetzt einfach der Motor kaputt. Auch geil. Naja, jetzt müssen wir halt so zu Ende fahren. Die vier Runden. Wird lustig, oder? Cool. Zieh ich jetzt durch. Der will, glaube ich, gerade eine Oma mit dem Krückstock rüber. Ah ja, ist schon durch, okay. Jetzt müssen wir wieder beschleunigen. Die Kollegen. Das haben wir doch gerne gemacht. Also wohl, das habt ihr alle gemacht. Die Leute abfangen. Wenn man keine Chance mehr gegen die Konkurrenz hatte, dann hat man das hier gemacht. Und ich mache das nicht mal mit Absicht. Gut, ein bisschen jetzt. So mit dem Stecken kann. Aber. Ah, oh, danke. Jetzt habe ich noch mehr Damage. Es fällt sogar hinten das Ding ab. Das ist episch. Ich kann echt nicht schneller fahren. Ich gebe Vollgas. Ihr seht es links, rechts unten. Finde ich auch sehr geil, die Anzeige. Der blaue Balken heißt, dass ich voll durchdrücke. Der rote Balken wäre, wenn ich bremsen würde, so wie jetzt hier. Ist ja echt der Heckspoiler abgebrochen sogar. Aber das ist halt auch nicht so eine KI, die einfach blind hinterherfährt, sondern die auch überholt, finde ich ganz gut. Smokey. Die haben auch alle Namen, da denkt man, man würde online spielen. Dabei sind das alles KI-Leute. Ist ein bisschen seltsam. Früher hat man denen dann irgendwelche Fantasienamen gegeben, wie... Hubert Schmidt oder so. Und jetzt heißen sie halt einfach Shadow XX54. Oh Mann, was ist denn das jetzt? Ja, die Umgebungsdetails sind auch ganz nett. Die kann man ja jetzt hier auch ein bisschen anschauen. Diese Helikopter, die da teilweise rumfliegen, wie es halt wirklich an solchen Strecken auch ist, die dann Luftaufnahmen machen. Die Palmen. Diese riesigen Kongresszentren und alles. Ist schon echt schön gemacht. Und es ist nicht nur irgendeine Kulisse oder so, sondern sogar 3D-Modelle, die alle da sind. Deswegen machen die Ladezeiten, glaube ich, auch Sinn. Also bei der Grafikpracht macht schon auch Sinn. Ey. Ich glaube, ich fahre jetzt nicht zu Ende. Wäre es noch eine Runde? Ne, zwei Runden. Das macht jetzt wenig Sinn hier. Ich starte jetzt aber auch nicht neu. Ich würde gerne mal irgendwie eine andere Klasse noch sehen, weil wir hatten von diesen normalen Straßenfahrzeugen hatten wir schon einige. Vor allem von dem Subaru haben wir schon viel gesehen. Aber das will ich nicht nochmal machen. Wir haben die Open Wheeler schon gesehen, die sich komplett anders gesteuert haben, die Indycars. Deswegen würde ich gerne noch eine andere Klasse auschecken. Also schauen wir mal, was jetzt noch so für Autos sind. Man kann die auch leihen. Umsonst dann. Aber man bekommt dann keinen XP. Also keine Erfahrungspunkte. So kann man dann auch andere Autos ausprobieren, ohne dass man sie gleich kaufen muss. Kommt aber halt dann auch keine. You can use this car for free. But you won't be able to earn credits or ex. Okay. Ah, nice. Okay, da gibt's schon geile Autos. Boah, jetzt können wir hier wenig entscheiden. Ey, so ein ist aber auch geil. So ein GT3. BMW gibt's auch so einige. Zum nach Marken sortiert. Aber geil mit denen hier, das ist auch geil. BMW Motorsport V12. Ich glaube, das machen wir jetzt. Denn es gibt noch was richtig geiles. Oh, das ist auch geil. Mit dem 67er Brabham. B
ET24, das ist ja gerade so ein Oldies Race. Jetzt am besten noch auf Brands Hatch oder sowas. Wenn es die Strecke gibt. Ich würde sehr stark davon ausgehen, dass es so eine Strecke gibt. Habe ich es nicht gesagt? Okay. Der Track ist nämlich von 1926. Der wird schon sehr lang gefahren. Ah, wir können. Der wird anscheinend noch umgemodelt. Ich hatte doch recht, dass es verschiedene Arten von den einzelnen Strecken gibt. Die Yas Marina war ja ein bisschen anders wie in der Formel 1. Hier gibt es ein Indie-Circuit für Brands Hatch. Brauchen wir jetzt nicht mit den Autos. Machen einfach den Grand Prix-Circuit. Und da gibt es wohl zwei verschiedene, wahrscheinlich in beide Richtungen. Ne, eines ist am Tag bei Sonnenschein und eines ist während Regen. Machen wir ganz normal. Driver Tars. Ah, ich verstehe. Jeder hat so seinen Avatar im Rennen. Deswegen Driver Tar. Und dann sind diese Driver Tars, die wir gesehen haben, basieren wohl tatsächlich auf den Fähigkeiten von den einzelnen Online-Spielern. Also waren das quasi Abbilder von Online-Spielern, die aber von der KI berechnet wurden. Ist ein bisschen komisch, aber anscheinend waren das echte Online-Nicks, die wir da gesehen haben vorhin. Keine Fantasien haben. Heiliges Guild machen wir jetzt auch mal, warum nicht? Ein bisschen schwieriger. Und ab geht's. Brands Hatch, UK. Also die Ladezeiten, die stehen einem Battlefield 3 oder Battlefield 4 nichts nach. Obwohl man da dann halt auch eine Dreiviertelstunde, Stunde spielt und hier sind es halt dann doch nur 10 Minuten, wenn es hochkommt. Dafür ist es natürlich auch fotorealistische Optik hier. Ach, hier kann man es eh noch mal einstellen, wo habe ich es ja gerade schon eingestellt. Eigentlich Credits brauche ich die Schwierigkeit nicht hochstellen, weil die kriege ich glaube ich nicht, oder bin mir nicht sicher. Ich kriege auf jeden Fall keine XP, vielleicht bekomme ich ja Credits wenigstens. Weil ich hier ein Leihauto fahre, das mir nicht gehört. Aber ich stelle die Schwierigkeit hoch, nicht um mehr Credits zu kriegen, sondern damit es ein bisschen interessanter ist. Bin ich jetzt der Einzige mit so einem Auto da? Das ist ja scheiße. Ich bin der Einzige mit dem Auto, das 40 Jahre älter ist. Stinken, ey. Das wusste ich ja nicht, dass die alle solche Autos nehmen. Nee, das ist blöd. Das muss ich anders einstellen. Ich hoffe, dass ich das einstellen kann, welche Wagen zugelassen sind für das Rennen. Kann ich hier nicht ändern, muss ich wieder rausgehen. Oh, es ist nervig. Daytona International Speedway. Achso, das ist jetzt schon das nächste Rennen dann, okay. Wollte ich zwar gar nicht. Naja, Ladezeiten nicht so geil. Aber so ein kleines Fazit zu diesem Xbox One Controller Luna White. Hat halt die Grundstärken von der geilen Form her. Von der ergonomischen Form her vom Xbox One Controller und den Sticks, die sehr widerstandsfähig sind. Das Steuerkreuz ist gut platziert und hat gute Drückpunkte. Die Buttons sind, glaube ich, unverändert, außer dass sie halt jetzt schwarz sind mit weißen Lettern und in der Mitte quasi diese Farben dann dargestellt sind. Die goldenen Trigger sind ein bisschen anders. Gefertigt als die von dem Original-Controller und ja, steuern sich ein bisschen, kann man ein bisschen leichter aktivieren auch.
und sind ein bisschen sensibler von der Handhabung her. Und die RB und LB Tasten sind echt gelungen. Die haben einen geringeren Widerstand. Das Klicken ist nicht mehr so nervig wie bei dem Original Xbox One Controller. Und ja, sind einfach besser. Auch die Gummierung hinten am Controller ist echt gut, wenn man es in der Hand hat. Besonders bei Rennspielen. Also insgesamt ein cooler Controller. Ich weiß nicht, ob man jetzt 60 Euro dafür ausgeben muss, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber wenn man einen neuen Controller sucht, dann sollte man direkt am besten den nehmen. Ich kann jetzt zwar hier mein Auto einstellen, aber jetzt nicht das Auto von den anderen anscheinend. Drive Type, was ist das? Ne, das ist einfach nur, wo das. Wo quasi das Lenkrad ist, rechts, links oder egal. Car Class, das ist es. Aber ich weiß doch jetzt nicht, was. Das ist ein Buchstabe, das ist APSRZX. Wieso, keine Ahnung. Sehe ich es hier? E, okay, das steht hier rechts E. Ist das die Car Class? Das ist aber auch E. Das ist aber ein uraltes Auto. Bin ich denn da jetzt hingekommen? Wo ist jetzt wieder das Auto? Muss ich jetzt wieder suchen? Aber das scheint die Klasse zu sein. Die anderen Hersteller auch mal sehen. Aber was war das jetzt für ein Name? Oh, Vauxhall gibt's auch. Nice. Oh, der sieht auch geil aus. Tesla. Oh, es gibt sogar ein Tesla-Auto. Also ein Elektroauto. Cool, will ich auch mal ausprobieren. Oh, der hat die extreme Acceleration, also extremen Antrieb. 8,5. Der muss richtig abgehen. Hat er da eigene Klasse A? War, glaube ich, die Klasse. Ich sehe auch bei keinem anderen A. Das ist wahrscheinlich eine eigene. So Tesla Race, das würde ich auch gerne mal machen. Mach ich auch mal. Oh, der ist auch cool, der hat mir schon mal ganz gut gefallen. Oh, es gibt sogar den Firebird, den Pontiac Firebird. Ja, gibt schon echt noch Plymouth auch noch, die Dinger. Diese Hot Rods, oder ich weiß nicht, ob man die so nennt. Ich kenne mich ja mit Autos eigentlich nicht aus. Ich kenne die nur so vom Aussehen. Deswegen finde ich jetzt auch nicht den ich gerade hatte. Oh, Mini Cooper, das gibt's auch. Und sehr viele Mercedes-Benz. McLaren, Mazda, Maserati, Lotus, Lexus, Lancia. Ist ja alles dabei, Lamborghini. Oh, sogar Königsegg. Jaguar, Hyundai, Hammer. Geil, sogar das Andretti Autosport-Indycar. Formula E ist auch mit dabei. Trulli Spark, okay. Trulli hat also in der Formula E anscheinend sein eigenes Werksteam sogar schon. Er war früher mal Formel 1 Fahrer, kann ich mich noch erinnern. Ich weiß gar nicht, was die Formula E ist. Sind das jetzt Elektro Formel Autos, wobei ja schon jedes Formel 1 Auto ja oder jedes Formel Auto eh schon so viel Elektronik drin hat, dass das schon fast ist. Boah, sehr viele Ferraris, geil. Aber was hatte ich denn jetzt gerade? Caterham war es? Nee, war es nicht. Brabham oder so. Das ist Klasse S. Dann mache ich jetzt Game Options und lasse nur die Klasse S zu. Weiß man natürlich jetzt nicht, welche alle zu S gehören. Nur der hier oder noch mehr? Das werden wir jetzt gleich rausfinden.
Eventuell werden wir vorher noch mal wieder streamen. Ist halt nervig mit diesen extrem langen Ladezeiten. Und wenn ihr mal Bock hättet, das mit uns zu spielen, falls ihr das jetzt seht hier oder auf YouTube seht, weil gerne mal anschreiben über Twitter oder ähnlichem. @xtgamer. Dann freuen wir mal miteinander. Kann es auch schon losgehen. Ich will jetzt aber noch mal checken, ob alles gespeichert war von eben. Hide Skill passt. Replays off. Okay, werde ich wahrscheinlich mich in Arsch speisen. Nee, ich mach's jetzt doch an, ey. Das geht auch wirklich nicht. Sonst. Ich fahr jetzt eh auf einem höheren Schwierigkeitsgrad auch noch. Das muss reichen, das muss Challenge genug sein. Weil ich das Auto ja auch noch nie gefahren bin. Ist das Brands Hatch? Okay. In der Nacht? Das ist doch nicht Brands, das ist doch der Daytona Speedway. Das ist jetzt nur im Kreis fahren, oder wie? Ach, das ist ja dumm. Und die haben wieder die gleichen Autos wie eben. Ey, will ich mich irgendwie verarschen? Was ist das? Das ist die falsche Strecke, das ist die falsche Fahrzeugklasse. Versteht das nicht? Wenn ich Next Race mache, leider es direkt. Kann ich auch nichts mehr ändern. Das ist ja bescheuert. Oje, oje. Also von den Optionen her, gepaart mit den ewig langen Ladezeiten, ist es schon ein bisschen frustrierend. Auf der Strecke macht das Spiel alles richtig, aber in den Menüs ist es Chaos. Weiß nicht, warum man das eigentlich so macht. Die müssen doch auch wissen, dass man sehr viel Zeit in den Menüs leider verbringt. Und das muss doch dann auch einigermaßen funktionieren, sonst haben wir doch auch keinen Bock, Rennen zu fahren. Okay, wenn wir Pre-Race sind, kann man noch alles ändern. Alles gilt. Rewind is on. Ja, und die anderen Autos kann ich jetzt nicht mehr einstellen. Das hätte ich davor machen müssen. Habe ich auch S ausgewählt. Anscheinend gehören diese scheiß Autos da auch zur S-Klasse. Starting Grid. Ja, die fahren alle mit Ford GTs und Gallardo und Ferrari. Dann habe ich hier keine Chance mit dem Ding. Aber ihr seht, überall ist S dort. Das ist alles die gleiche Fahrzeugklasse. Ja, vielleicht haut es dann drauf hin. Man kann leider nur die Fahrzeugklasse wählen und nicht jeden einzelnen Typ. Oder dass man nur zum Beispiel einen bestimmten Hersteller oder ein bestimmtes Modell auswählt für jeden KI-Fahrer. Wär irgendwie geiler. Aber vielleicht kommt das ja noch. Jetzt fahren wir halt doch einfach mal so mit. Wenn es schon die gleiche Klasse ist, müssten wir ja auch irgendwie mithalten können. Hoffe ich. Da kann man nicht zurück. Okay. Kann also auch Schaden auf der Strecke aus verteilen. Ach, Schaden verteilen. Also Schaden anrichten. Das wollte ich natürlich hier durch diese mal austesten.
so ein bisschen was von Nürburgring hier. Diese Passage. Ah, wie ich das noch. Okay, letztes Replay jetzt. Jetzt geht's ab. Also Rewind hast du es ja noch nicht. Der mich so wegcheckt hier, das ist ja nicht mal schön. Okay, also für so Notfälle mache ich es jetzt schon noch. Okay, es ist nervig, ich weiß, wenn ich die ganze Zeit rumspiele, aber was soll ich machen, wenn ich aus dem Rennen fliege, ist nicht so geil. Ich weiß noch, wie wir Brands Hatch in F1 2013 gespielt hatten mit dem diese Ära ging eigentlich. So cool. Naja, eigentlich nicht. Die aus den 60ern und die F1 Classics waren glaube ich irgendwie aus den 80ern, 90ern. Der war bei Brands Hatch deutlich kürzer, muss ich sagen. Das haben wir doch damals Memorial von Rafa und bei anderen Leuten. War ganz gut. Also gerne, wenn ihr Forza 6 habt, dass wir mal ein bisschen spielen, habe ich Bock drauf. Bin ich jetzt der beste Spieler, aber es wäre schon mal lustig. Und es ist jetzt wirklich nicht gewollt, dass ich hier aus dem Rahmen fall. Wieder gegen hier. Ihren Crash-Folgen sieht ein bisschen lustig aus, wie ich hier reihenweise alle überhole. Mit diesem kleinen Ding da. Aber eigentlich war es geplant, dass alle mit diesen Brad Hampton-Synonymen, wie die heißen. Aber die hatten keinen Bock drauf, die sind halt einfach. Und man kann halt nur die Fahrzeugklasse wählen, gegen die man antritt. Und die sind alle in der gleichen Fahrzeugklasse. Wahrscheinlich Special oder keine Ahnung, was es dann ist. Aber eigentlich macht es keinen Sinn, die in einen. Ah, sehr sauberes Rennen hier. Oh fuck, komm, sag ich's, aber da habe ich natürlich den Controller loslassen müssen, um das Mikrofon herzurichten. Aber jetzt geht's weiter.
knall ich dagegen. Alter, einmal ein bisschen langsamer gefahren, kommen die direkt von rechts und links hier an mir vorbei. Ich will jetzt echt aufs Treppchen. Einmal, wenn man es gerade automatisch lenkt er nach rechts. Das ist irgendwie komisch. Jetzt kann ich nicht mehr zurück, merke ich gerade. Ich habe wohl das Limit überschritten. Ja, scheiße, ey. Und gerade jetzt passiert so eine Kacke, ey. Weil ich die ganze Zeit Vierter. Jetzt bin ich Achter. Das ist ärgerlich. Weiß man natürlich nicht, dass man dann keine Dinger mehr hat. Keine Replays. Ja, ey. Das ist eine Kacke. Aber naja. Das ist also... Ist aber genauso gutes Spiel, wenn er das statt. Ja. Aber für mich lohnt sich jetzt nicht, 90 Euro für auszugeben oder was auch immer das kostet in der Ultimate. Ich habe es glücklicherweise für ein Drittel bekommen. 6. Simulation. Wenn ihr Bock habt auf ein Rennspiel und eine Xbox habt, auf jeden Fall die Forza Motorsport 6 holen. Und dann. Spielen wir jetzt dann weiter mit Minecraft Story Mode Episode 3 auf der PS4 dann, ohne Kommentar natürlich wie immer. Ist dann auch später auf YouTube, genau wie dieses Video. Und morgen geht's dann weiter, morgen Abend mit Rocket League höchstwahrscheinlich. Schaut einfach in den Streamingplan, dann seht ihr, mit was es weitergeht. cal.xtgamer.de und da könnt ihr sehen, welche Rennspiele wir noch zu spielen am Wochenende. Danke und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht kann man dann auch mal wieder im Twitch-Chat was nachsehen, was ihr so schreibt. Weil ich das jetzt nicht konnte. Über die Xbox geht das ja leider nicht. Dann noch viel Spaß später mit Minecraft und schönen Abend noch.